Hallo, witajcie. Heute habe ich eine coole Sache zu berichten, weil es gibt auch YouTube-Videos, wo man sieht, was nicht klappt. So wie meine coole Idee. Ich habe ja für eine Freundin, also die Schwester von meiner Schwägerin, ein Hochzeitsvideo geschnitten und gefilmt und geschnitten. Und da war es zu groß für eine DVD, habe ich auf USB-Stick jetzt das erste Mal draufgeschmissen. Weil ein bisschen zu viel Daten. So, habe ich die Idee gehabt, eine DVD-Hülle, kann man sich ja schön in den Schrank stellen. Ja. Gedacht, dass ich den USB-Stick dort reinlege und schön machen kann. Ja, also USB-Stick gekauft, DVD-Hülle besorgt, ein schönes Cover drumherum, aber kein Mussgummi zu Hause, wo ich das ausschneiden konnte. Also habe ich die DVD-Hülle vorbereitet, mit Cuttermesser rausgeschnitten, dass ich da das schön reinlegen kann, also mache ich Mischung rein. Zement, Beton, fertig Zement. Gedacht, getan. Genau, aber hier seht ihr nochmal schön vorbereitet, alles ausgeschnitten, dass das Ding rein kann. Und los ging's mit Zement und Beton rein. Das Ding ist, ich habe dort die Folie drunter gemacht, also ich habe das Bilddings rausgenommen, dann die Folie rein, damit, wie sagt man, damit dort nicht raus kann auf die Außenfolie. Nur, da habe ich das gemütlich schön gemacht mit dem USB-Stick. Also ich finde es eine geile Idee. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, dass sich das dann so entwickelt hat, wie sie es entwickelt hat. Damit das dann schön drin liegt, habe ich mir dann für was zum Beschweren besorgt, damit das auch nicht aufkommt, weil dann sieht ja auch die Luftblasen, die man davon jetzt sieht, dass das drinnen liegen bleibt. So, wie besperrt man so ein 5x2 cm breites Gerät? Boah, klein. Naja, wie ihr seht, ein paar Versuche habe ich schon gebraucht. Aber man darf ja nicht aufgeben. Man findet schon das Richtige. Tada! Fetter Ziegel drauf. No? Also so sieht's gut aus. Jetzt nur noch trocknen lassen, ohne zu bewegen. So. So ein USB-Stick kommt jetzt hier rein. Aber das geht nicht, weil die Mischung der Zement geborsten ist. Also kann ich nur sagen, Scheiße gelaufen. Die Idee war gut, die Umsetzung war das Reelle, die Realität scheiße. Nichts mit Hochzeitsvideo, DVD, scheiße. Also, anders. Schade. So, dann
DVD-Hülle habe ich jetzt eine neue genommen, eine andere. Also ganz einfache Geschichte. Ich habe einfach von den Bildern, von dem Video, das ich geschnitten habe, Bilder genommen, zusammengeschmissen, damit das ein bisschen hübsch aussieht. Das mit dem Beton ging ja nicht. Jetzt muss ich ein bisschen Mühe geben, damit das auch halbwegs ordentlich aussieht. Ich will das von meiner Liste streichen, dass den Film schneiden, weil das ja nicht auf eine DVD passt, die 36 GB. Habe ich mir gedacht, USB-Stick. Einfach bei Amazon für 4 Euro, glaube ich. Also für 10 Euro dann, ist ja verrannt. Genau, das lege ich jetzt einfach hier so rein, damit er dort ist. Da habe ich dann mit Hand habe ich ein Herzle geschnitzt. Ich glaube, ich müsste noch eins machen, vielleicht bei der Hochzeit mit der zwei Herzen. Aber eins reicht, dann will ich jetzt den als Anhänger machen. Und dafür habe ich hier ein Lederband, habe ich mir gedacht, dass das dazu passt. Warum auch immer, aber ich habe es gekauft, weil ich für manche andere Anhänger das auch benutzen möchte, für Ketten. Genau, das werde ich jetzt hier, wenn es klappt, nur durchführen. Klappt nicht, also muss ich nochmal einen anderen bohren. Bis gleich. Ja, jetzt habe ich das mit einem Viererbohrer gemacht. Perfekt. Jetzt hoffe ich da, dass das durchpasst. Jupp, passt. Aber jetzt habe ich vor. Ja, jetzt habe ich das mit einem Viererbohrer gemacht. Perfekt. Jetzt hoffe ich da, dass das durchpasst. Jupp, passt. Aber jetzt habe ich vor lauter Enthusiasmus gleich noch das zweite Herz gemacht. Jo, na da, jetzt muss das hier noch schön reinpassen. Geht mir zu. Die DVD-Hülle will nicht. Ich glaube, da werde ich die aufmachen. Tada! Das eine einfach locker gemacht. Den Knopf habe ich gelassen. Jetzt können die das als quasi, wie sagt man, naja, als Anhänger benutzen. Fällt nicht durch. Sieht hübsch aus. Und das Wichtigste. Ja, gerade eben hat es noch gepasst. Zu die Bude. Fertig. Tada! Auf geht's. Fertig. Abhaken.